Die Alex will sich ernsthaft jetzt was tätowieren lassen, was ich jetzt hier schreibe. Ich habe Todesangst. Jo Leute, herzlich willkommen zum allerletzten RNN-Tour-Vlog und diesmal aus einem Nightliner, liebe Freunde. Wir haben uns das nicht nehmen lassen, einfach mal ein Wochenende in so einem Nightlinerchen rumzufahren. Hier ist mein Bett und liebe Leute, es ist sick. Es ist der Niklas, er ist im Grind. Wir sind alle im Grind heute. Sheesh. Alan, wie findest du den Bus bis jetzt? Supergeil. Und hier wird auf jeden Fall hart gechillt. Ich gehe jetzt auch erstmal pennen, wir haben es schon relativ spät. Gleich gehen wir pennen und kommen dann nachher irgendwann in Stugi an. Hör auf mich zu nerven! Stark, Junge! Du siehst ja richtig gesund aus. Hi, Boys. Wie sieht's aus? Aufgewacht im Bus und die. Boah, ich sehe am schlimmsten aus. Frühstück. Erste Variante, Mann. So. Ich sehe immer noch scheiße, sonst hat sich immer noch nichts verändert. Aber es gibt geiles Frühstück anscheinend hier. Man muss sich selber bewegen. Brötchen, geil, gib mal eins. Was willst du eigentlich, Alter? So, Leute. Frisch geduscht, frisch gewaschen, frisch gebadet. Ich sehe immer noch verscheppert aus as fuck. Und jetzt gucken wir mal, was wir heute so machen können. Wir haben ja dank des Nightliners jetzt immer relativ viel Zeit in den Städten. Und ja, mal gucken, was wir so tun können. Erstmal müssen wir hier wieder rausfinden aus diesen mysteriösen Gängen hier, die ein bisschen aussehen wie Katakomben von einem gefährlichen Schloss. Ich habe einen freshen neuen Air Max an, sie sind natürlich ganz nagelneu. Shish. Fresh, seit ich denken kann, Baby wackel mit dem Mann. Bisher hatte ich keinen, der so überfresh ist. Ich bin von auf Peo übermäßig, also überkräftig. Denn eure unechte Scheiße fühlt man echt nicht. Halte mal den Rad flach wie Messi, du überschätzt. Das Leben ist nicht so leicht, wie du es dir vorstellst. Ich lebe mein Leben so leicht, wie du es dir vorstellst. Kleine Bustour hier, damit ihr mal rafft, wie wir hier unterwegs sind. Hier vorne sitzt immer der Costa, unser Fahrer. Hier sitzen immer hauptsächlich ein paar Missgeburten. Dann haben wir hier fette Tische, wo man chillen kann. Hier ist der Kühlschrank, hier kann man immer sich Drinks gönnen. Oben Mikrowelle, Küchenersatz. Hier ist nochmal ein Tisch, wo man auch chillen kann. Sieht so aus alles. Und hier unten gibt's das stille Örtchen, Leute. So sieht das aus. Zack. 1,5 Quadratmeter höchstens groß. Das ist der Bereich, wo wir alle schlafen. Ihr seht schon, das ist sehr gemütlich. Wir haben hier alle unsere Kojen, wo man dann schläft und so ein kleines Fensterchen hat. Sehr, sehr gemütlich. Hier schlafe ich. Das ist sehr angenehm. Hier oben pennt keiner, das ist auch sehr angenehm. Hier unten sind tatsächlich auch noch Kojen. Die haben keine Fenster, sehr bitter. Wenn man von den Kojen kommt, dann geht es hier hinten noch in die letzte Lounge. Die ist nochmal relativ groß. Hier kann man auch richtig schön abhängen und harzen. Hier ist ein Fernseher, hier oben sind Playstation, DVD-Player und der ganze Hickhack. Hier sind jetzt die Scheiben hochgefahren, da kann man mit einem Knopfdruck die Scheiben runterfahren. Das war auch schon der Bus. Das ist schon sehr gemütlich. Da oben ist noch ein fetter Fernseher. Und Leute, das war der Bus. So sieht es aus. Und ja, wollte ich euch nur mal zeigen. So Leute, wir haben jetzt gerade eine Tonprüfung hier veranlasst. Ich habe hier wieder meine Kopfhörer dabei. Und gleich geht's auf die Stage. Ich würde einfach mal sagen, Schnitt und ich bin auf der Bühne. Peace. Purchase this track today.
mal, ich habe jetzt hier noch zwei Menschen hier entdeckt. Katja und Paula waren jetzt hier und euch hat's gefallen. Ich habe einen Part komplett verkackt, aber da haben wir gefreestylt, war alles gut. Und Stuttgart hat komplett abgerissen. Hier, was ist denn los? Das war's, wir sehen uns morgen in Berlin. Ciao, peace. Yo Leute, herzlich willkommen zu Tag 2. Ich sehe richtig fertig aus, ich will gar nicht in die Kamera gucken. Und jetzt geht's erstmal zu ein paar Terminen. Wir haben ein Radio-Live-Konzert bei Jam FM. Da fahren wir jetzt gleich hin. Und ich muss mal gucken, was ich mir mit meinen Haaren noch anstelle. Bis später, wir sehen uns gleich. Peace. Oh, wir haben jetzt ein Taxi geordert und jetzt geht es mal ganz flott nach Jam FM. Jam FM. Angekommen bei Jam. Das ist das Studio hier, wo wir jetzt gleich hier Akustik-Session zocken werden. Da werden gleich Leute sitzen und sich das gönnen. Und das ist das Mic hier. Und liebe Leute, ich würde sagen, wir schalten einfach mal um in die Session. Steig in meinen Wagen, steig ins Navi ab. Frag den Mann, denn ich hab nie einen Plan gehabt. Und deswegen fahr ich nur die Straße lang. Ich bin offline. Freunde, wir haben jetzt hier die Akustik-Session beendet. Das war auf jeden Fall richtig geil. Das hier sind wunderschöne Menschen, die vorbeigekommen sind. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Hat es euch gefallen? Ja! Ja, sicherlich. Oh, jetzt gehen wir noch ein bisschen Autogramme, Fotos und ja, eine der krassesten Erfahrungen meines Lives. Die Alex will sich ernsthaft jetzt was was tätowieren lassen, was ich jetzt hier schreibe. Ich habe Todesangst. Ich habe ja schon mal, es gibt ja ein Video, wo ich immer meine Unterschrift tätowiert habe und das ist schon sehr scheiße geworden. Wenn ich das jetzt nochmal vorschreiben muss, ich hoffe, es wird gut im Endeffekt. Reisen macht dich reich. Egal, was es kostet. Ganz egal, was es kostet. Das ist jetzt aber echt sehr schief. Jo Leute, wir holen jetzt hier noch den letzten Ton und dann geht's auch zurück zur Halle. Gönnung. Haben wir jetzt noch was Geiles gegessen hier bei so einem Italiener in Berlin. Jetzt geht's zur Columbia-Halle zurück. Chillung. So Leute, nach einer sehr langen Chillung hier noch im Backstage-Bereich geht es jetzt gleich auf die Stage in Berlin. Und ich freue mich schon übertrieben. Wir waren letztes Mal ja auch hier im Columbia Club. Es hat auf jeden Fall ultra Bock gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt abgeht. Turn up in the bitch, bleibt dran. Bis gleich. Peace. Show in Berlin, ich bin tot. So Leute, aufgewacht in Hamburg und ich bin gerade aufgewacht, wir haben heute Nikolaus und hier sind ganz viele Pakete für jeden von der Gang und jetzt gehen wir mal in die Location checken, was da abgeht und dann auch mal eine Duschung, ne? So, wir sind jetzt hier im Backstage. Wenn man hier rausguckt, wir sind jetzt hier im vierten Stock. Hat man auch eine richtig nice View. Leckere Sachen hier, leckere Frauen. Ich muss jetzt auch erstmal was gönnen, ich habe ultra Hunger. Leute, was geht ab? Wir sind hier hart am Chillen, Alter. Wir haben den ganzen Tag nur gegammelt. Ich habe die Kamera aufgeladen, deswegen habe ich nicht gefilmt. Wie sieht hier der Backstage aus von oben? Richtig cool.
Russisch Web. Bah. Ich zeige euch jetzt mal den chilligsten Platz hier im Backstage. Das ist der hier. Hier kann man sich hinsetzen. Jetzt gönnt euch mal diese View, Alter. Platz. So, Freunde. Wir sind jetzt hier in der Location. So sieht's hier aus. Übrigens, hier werden gleich die ganzen Leute stehen. Hier wird ich gleich stehen. Mein Name steht da von Ihnen in weißen Lettern geschrieben. So sieht es aus. Die Bühne ist schön. Ja, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Soundcheck. Wer macht Soundcheck? Wo? Tison, wie schmeckt's dir bis jetzt? I'm so tired. I just wanna go to bed. Here we chilling around with some nice people. This is Robots and GMT. Yeah. Es gibt hier Menschen, die haben veranlasst, dass ihr ein Lied gesungen wird von allen außer mir. Vielen, vielen Dank, Hamburg. Das war jetzt die letzte Show hier in Hamburg. Komplette Zerstörung. Letzte Show in Deutschland. Letzte Show in Deutschland tatsächlich, von der RLM-Tour. Und ich habe meine Jacke auf jeden Fall da reingeworfen. Ich wollte mich nochmal bedanken für die krasse Aktion halt in Hamburg. Es wurde einfach, ich habe ja mal so einen Song gemacht zu 100.000 Abonnenten. Und ich wollte eigentlich einen anderen Song ansagen. Und auf einmal ging dann das Lied an und alle Menschen singen das. Und ich kann selber den Text noch nicht machen. Und Schnaki bringt Geschenk. Leute, ich muss Schluss machen. Bis bald.